6. Mai 1989. Gegen das Vergessen der deutschen Geschichte. Das ist ein Ausschnitt aus dem Fernsehen der DDR. Der Vorsitzende des FDGB-Bundesvorstandes, Harry Tisch, eröffnet die Maikundgebung. Diese 40 Jahre Deutsche Demokratische Republik verkörpern einen Prozess des Werdens und Wachsens. Aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges wurde ein blühendes Land. Ein blühendes Land. In der ganzen Republik bekunden wir heute den gemeinsamen Willen, alles in unseren Kräften Stehende zu tun, damit in unserem Vaterland die Werte, die Lebenskraft und die Attraktivität des Sozialismus für jedermann noch deutlich spürbarer wird. Mit Schöpfertum und Initiative verwirklichen wir die Beschlüsse des 11. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Im sozialistischen Wettbewerb ringen wir um die Erfüllung und gezielte Überbietung der anspruchsvollen Planaufgaben dieses Jahres. So führen wir den bewährten Kurs der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik fort. Zu diesem Kurs gibt es für uns keine Alternative. Er erweist sich mit seinen Ergebnissen als ein eindrucksvolles Markenzeichen des Sozialismus in den Farben der Deutschen Demokratischen Republik. Das Programm der SED weist uns in den Stürmen der Zeit wie ein Kompass den richtigen Weg. In welchem Tempo wir auf ihm vorankommen, wird von der Ergiebigkeit unseres gemeinsamen Wirkens bestimmt. So wie wir arbeiten, können wir leben. In 40 Jahren entstand in der DDR eine Gesellschaftsordnung mit wahrhaft menschlichem Antlitz. Daran können auch jene nichts ändern, die ihre Angriffe gegen die politische Stabilität und Ausstrahlungskraft unserer Republik richten. Den Verfechtern von Hochrüstung, Waffenmodernisierung muss ein entschiedenes Nein entgegengesetzt werden. An diesem Maitag bekunden wir in unserem Kampf die Verbundenheit mit den Bruderparteien, mit den Werktätigen aller sozialistischen Länder. Kampfesgrüße übermitteln wir den kommunistischen und Arbeiterparteien in der Welt. Soweit der Beifall zu den Feierlichkeiten, die in Berlin stattgefunden haben, wo Harry Tisch neben Erich Honecker stehend Worte sagte, die die Leute schweigend hingenommen haben. Er wurde nicht vom Beifall unterbrochen, lediglich am Ende jetzt wurde Beifall gespendet. Man muss aber dazu sagen, dass die Leute, die dort stehen, überwiegend Beschäftigte der Berliner Ministerien waren, der FDJ, der SED, der angepassten Blockparteien, die wurden dorthin gekarrt oder dorthin geschickt, um das zu unterstützen, was eben Harry Tisch gesagt hat. Jetzt möchten wir uns anschauen, wie zur gleichen Zeit nicht hier in Berlin vor dem Haus der Werktätigen und auf dem Alexanderplatz das ausgesehen hat, wie es in Wirklichkeit in der DDR ausgesehen hat am 1. Mai 1989. Und dazu jetzt das Video, was zur gleichen Zeit entstanden ist, wie das, was wir eben gehört haben. Blühende Landschaften, sagte Harry Tisch, und die zeige ich Ihnen jetzt. So, ich sitze immer noch an der gleichen Stelle wie eben. Aber ich habe, damit Sie sehen können, wie es im 1. Mai in der Deutschen Demokratischen Republik ausgesehen hat, habe ich den Bildschirm etwas größer gezoomt, damit man auch sehen kann,
was Harry Tisch mit den blühenden Landschaften 1989 gemeint hat. Das ist in Halle. In Halle an der Saale. So sah das auch bei uns in Halberstadt, so sah das auch in Magdeburg und so sah das auch in Chemnitz aus. Nur im Zentrum von Berlin, dort wo Harry Tisch seine blühenden Landschaften präsentiert hat, hat man baulich so viel zusammengebracht, dass man es einigermaßen vorzeigen konnte. Aber die Realität sah so aus, wie sie jetzt hier abläuft. Ich zeige Ihnen Halle deshalb, weil zu dieser Zeit 1989 meine Tochter, meine älteste Tochter, dort an der Martin-Luther-Universität studiert hat. Die Bausubstanz in Halle, genau wie in meiner Heimatstadt, in Magdeburg und in fast allen Städten, auch sogar in den Randbezirken Berlins, ist total dahin. Der Putz bröckelt, man kommt mit den Reparaturen nicht mehr hinterher. Es gibt nicht ausreichend Waren. Und es war eine Situation, unter denen die Menschen eigentlich nicht mehr leben wollten. Deshalb zeige ich zum Erinnern nochmal, wie es damals ausgesehen hat.
die Bezirksverwaltung des MFS am Gimritzerdamm in Halle. Dieses Gebäude ist einigermaßen in Schuss, aber das war klar. Da wurden ja auch gute Materialien verwendet. Das waren die blühenden Landschaften 1989, von denen Harry Tisch bei seiner Maikundgebung gesprochen hat. Schauen Sie sich bitte die Antennen an. Riesengeschütze von Antennen um das Westfernsehen reinzubekommen. Die Leute, die diese Antennen oben auf dem Dach hatten, waren alle von der vom MFS vorgemerkt und Eintragungen haben stattgefunden, wer die im Gebrauch hat, wem die gehören und wer Westfernsehen schaut. Anerkannte Kooperationsverkaufsstelle für Milch und Milcherzeugnisse mit vorbildlicher Verkaufskultur. Schade, dass man nicht hinter das Schild gucken kann, aber wir ehemalige DDR-Bürger wissen, wie es in solchen Verkaufsstellen ausgesehen hat. Es war nicht sehr viel, was da zu haben war. Aber das Schild draußen, das war nötig, um das bisschen, was dahinter verborgen war, aufzupuschen.
auf damit. Das könnte noch eine ganze Weile so weitergehen. So viel zu den blühenden Landschaften 1989, von denen Harry Tisch und Erich Honecker in Berlin gesprochen haben und sich bejubeln ließen von den linientreuen Leuten, die sie dorthin bestellt hatten. Das ist noch das Schlussbild von der Bausubstanz, wie sie vielerorts ausgesehen hat. Ich war ja Hochbauingenieur und war mit in einem Baubetrieb. Und was dort an Materialien zur Verfügung stand, um solche Reparaturen durchzuführen, das war nicht sehr viel. Irgendwie hat das in der Produktion nicht geklappt. Von der Förderung von Kies, von der Beschaffung von Zement, von der Motivation der Leute, die in den Betrieben gearbeitet haben, die für ihr weniges Geld, ihren geringen Lohn auch entsprechend nur wenig tun wollten. Und die Hauptsache, sie haben Hurra geschrien, wenn es drauf ankam, und dann hat man sie in Ruhe gelassen, dann konnten sie weiter faulenzen. So, und das war natürlich auch ein stiller Protest. Das haben die in Berlin gar nicht gemerkt, dass das Land im Bach runtergeht, so wie es dort geleitet war. Die haben sich selbst was vorgemacht. Also in dieser Zeit 89, währenddem in Berlin noch die Feierlichkeiten waren, am 1. Mai, haben schon in den Kirchen Friedensgebete stattgefunden. Dort wurde Klartext gesprochen, wie es in der DDR aussieht. Es war sehr gefährlich für einige Leute. Es kamen dort auch Leute hin, die in relativ hohen Positionen waren und haben dort mitgemacht. Ich war in der Betriebsleitung eines Baubetriebes und bin dort auch hingegangen und habe gesprochen, und zwar gegen die Stadtsicherheit in unserem Kreis. Und es war schon riskant, aber ein Risiko habe ich in meinem Leben nur selten gescheut. Und ich habe also dort mitgemacht, und im Rahmen dessen, dass man mich nach so einer Verhandlung kaum hätte abholen können, ohne dass es zu einem riesen Tumult gekommen wäre, denn ich war ja als Mitglied der Kirche bekannt. Und da hätten sich einige Leute schon dagegen gewehrt, wenn man mich jetzt deshalb, weil ich an Friedensgebeten mitgemacht habe, eingesperrt hätte. Also, es sah so aus, es sah in der ganzen DDR so aus, und kein Wunder, dass die Menschen unzufrieden waren. Und in dieser Zeit wurde das immer mehr. Schwerter zu Flugscharen, neues Forum hat sich gegründet und organisiert. Ich war da auch mit drin. Und der Druck wurde immer größer, obwohl in Berlin, man hat es gesehen, die haben so getan, als würde es das alles gar nicht geben, haben sich selbst was vorgemacht, statt sich mit uns auseinanderzusetzen, haben sie eben so gemacht. Es gibt, hat er gesagt, Harry Tisch, keine Alternative zur Wirtschafts- und Sozialpolitik. Und wie die aussieht, man sieht es hier. Es kam also zu Organisationen. Wie die Bürger gemerkt haben und wie auch der Staat gemerkt hat, es ist nicht mehr zu halten. Und die Leute drücken so gegen die Mauer, theoretisch so gegen die Mauer, dass es auch nicht mehr lange aufrecht zu erhalten ist, weil in Ungarn und überall wurden schon Löcher aufgemacht, damit wurde der Deckel etwas angehoben, damit der Druck etwas verpufft. Die Leute, die dorthin gegangen sind, kamen überwiegend weg, entweder fuhren sie aus der Prager Botschaft direkt mit Zügen nochmal durch die DDR und dann in den Westen, und die andere gingen durch einen aufgemachten Zaun von Ungarn nach Österreich und. Es war also sehr schlimm. Und in dieser Zeit haben sich dann Parteien gebildet. Ich wollte mitmachen, obwohl ich ein paar Jahre vorher noch Ausreiseanträge gestellt hatte, habe ich jetzt gemerkt, jetzt kommt es drauf an, wird jede Hilfe gebraucht, und jetzt bleibst du hier und Familie bleibt auch hier und jetzt machen wir mit. Und da haben wir natürlich durch die Kirche, ich in der katholischen Kirche, viele andere in der evangelischen Kirche, die Kontakte genutzt, die wir hatten in den Westen, zur katholischen Kirche, zur evangelischen Kirche, Leute im Westen, die uns geholfen haben, Kontakte herzustellen mit Parteien, die im Westen waren. Und die waren natürlich offen dafür und haben uns auch geholfen, haben uns gezeigt oder mitgeholfen,
eine Parteiorganisation aufzubauen. Gerade in diesen Bereichen, wo nicht schon fertige Parteien zu übernehmen sind, es gab ja eine Menge in Blockparteien, die nachher in der frei gewählten Volkskammer auch noch wiederzufinden waren. Aber es gab auch neue Parteien und die waren sehr schwierig zu bilden, weil es Leute waren, die auf der Straße waren, die ein scharfes Wort gesprochen haben, die untereinander auch nicht immer einig waren. Ich weiß, wovon ich spreche. Und das alles zusammenzuführen, um jetzt eine geballte Kraft herzustellen, die erstmal die DDR zu Ende führt. Denn wir waren ja in Bezug auf die Einheit nicht alle einig. Nicht jeder wollte die Einheit, der da mitgeholfen hat, auf der Straße dieses Regime zu beenden. Also wir waren alle einig gegen die DDR, aber nicht alle einig, wie die Ziele aussehen sollen, die wir anschließend erreichen wollten. Und das hat sich nachher in der frei gewählten Volkskammer ja auch nochmal bestätigt. Jedenfalls haben sich die Parteien gegründet und wir sind, denn jeder in einer anderen Partei und auch natürlich Parteien, die es schon gab, die wollten natürlich in Wörtchen mitsprechen, haben auch gedacht, sie werden so stark gewählt, dass sie mitsprechen können. Zum Beispiel die PDS, die sich ganz wenige Tage, bevor die erste freie Volkskammerwahl am 18. März war, im Februar noch umbenannt hat aus SED, haben dann die Buchstaben umgestürzt, die man eigentlich hat in der SPD, haben also den einen Buchstaben umgesetzt und haben PDS draus gemacht, aber es hat auch nicht viel genutzt, weil es sehr schnell zu Aufklärungskampagne kam, wer da dahinter steckt. Auf jeden Fall, sie waren ja nicht schwach in der Volkskammer besetzt, aber so, dass sie den Prozess, der sich angebahnt hat, nicht verhindern konnten. Jedenfalls kam der Tag immer näher, die Mauer wurde aufgemacht, die runden Tische haben mitgeholfen, die erste freie Volkskammerwahl vorzubereiten und dann sollten sich Parteien, Gruppierungen und politische Systeme irgendwie als Partei aufstellen, um in der DDR in der letzten freien Volkskammerwahl kandidieren zu können. Und die möchte ich Ihnen alle jetzt zeigen, die dort angetreten sind, obwohl die hier auf dem Verzeichnis, das Sie gleich sehen werden, sind nicht alle in der DDR zu den freien Volkskammerwahlen angetreten sind. Die mit Sternchen versehen, die sind nicht angetreten, aber sie haben sich erstmal registriert als politische Kraft. Und das zeige ich Ihnen jetzt. So, das ist ein wichtiges Dokument der Zeitgeschichte. Ein Schreiben vom 9. März 1989, in dem die Wahlkommission der DDR mitteilt, über wen am 18. März abgestimmt werden kann. Dort sind die Parteien aufgeführt, die es zu dieser Zeit gab, die auch kurzfristig gegründet worden sind zum Teil und die über die hätte abgestimmt werden können, sind aber doch einige mit Sternchen versehen, die dann nicht überall oder nicht angetreten sind. Die wichtigsten Parteien, die dann in der Volkskammer waren, die kennen wir ja. Der Demokratische Aufbruch, die CDU, die Deutsche Soziale Union, dann die PDS und einige kleine Gruppierungen, in denen die FDJ und die Bauernpartei unter Malloyda zusammen waren, die aber keine große Rolle spielen, die mit zwei oder drei Abgeordneten oder weniger dort vertreten waren. Die sind alle mit dort drauf,
auf diesem Schreiben über den. Das war aber schon mal der erste Schritt der freien Wahl. Also wir haben uns gefreut, dass es diese Mitteilung gab, wo wir auch drauf standen. Und wenn man durchliest, wer da drauf steht, dann sieht man schon, das kann nicht großartig von den damals Herrschenden beeinflusst gewesen sein. Zumindest nicht von denen, die eben noch 1989 am 1. Mai von blühenden Landschaften in der DDR gesprochen haben. War das Ergebnis der Freien Volkskammerwahl 1989. Da war ich auch dabei. Auf der rechten Seite ist, also von hier aus rechts zu sehen, war die PDS. Ganz links zu sehen, in einem Riesenblock, die CDU. Dann in der Mitte wir, die DSU. Und die kleinen Parteien waren dann so mitverteilt. Der demokratische Aufbruch ist ja dann zur CDU gegangen. Und das heißt also, die Allianz für Deutschland war weit über die Mitte hinaus in diesem Saal, den Sie hier sehen, vertreten. Das heißt also, wir hatten eine so große Mehrheit, dass es sicher war, dass wir durchsetzen konnten, was wir wollten. Also das waren wir. Und ich war als Abgeordneter mitgewählt und innerhalb meiner Fraktion gab es ja zwei Minister und auch drei Staatssekretäre. Einer davon war ich. Ich war parlamentarischer Staatssekretär für Verkehrsfragen beim Verkehrsminister Gibtner und habe da natürlich eine ganze Menge zu tun gehabt, gerade im Verkehrswesen. Das war die Interflug, die Reichsbahn und die Seeschifffahrt. Da war so viel zu ändern, dass man kaum Luft holen konnte. Auf jeden Fall hatten alle, auch die anderen, eine ganze Menge zu tun, um die Gesetze der DDR auf Vordermann zu bringen. Wenn heute davon gesprochen wird, dass wir eine Laienspielergruppe wären, dagegen wehre ich mich, denn sehr viele sind dort nach ihrer Befähigung ausgewählt worden. Nicht nach ihrer Befähigung, rhetorisch ganz tolle Reden zu halten und große Sprüche zu klopfen, sondern das waren Fachleute. Ich war Diplom-Ingenieur für Hochbau, bin es immer noch, und bin deshalb in das Verkehrsministerium gekommen, weil es sehr viel mit dem Bauen zu tun hat. Ich wäre lieber ins Bauministerium gegangen, da waren aber schon zwei Fachleute, die dort reingekommen sind, im Gesundheitsministerium. Fachleute, Fachleute, Fachleute. Und nur ganz wenige, die nicht in ihrem Ministerium vom Fach waren. Also es war schon so, es war gut so, das was dort gewesen ist und wie Lothar de Maizière uns ausgewählt und auch eingesetzt hat. Das dazu, ich möchte jetzt zu dem, was dann in dem Jahr gelaufen ist, nicht viel sagen, weil es darüber ganz viele Dokumentationen gibt. Aber nachdem wir dann die deutsche Einheit hatten, haben wir uns doch nie aus den Augen verloren. Wir treffen uns regelmäßig in Berlin und waren jetzt vor 14 Tagen erst wieder zusammen. Und da zeige ich Ihnen, wer von uns, also wer von der Regierung, nicht die ganze Volkskammer war zusammen, sondern wer von der Regierung, de Maizière, jetzt noch da ist und noch kommen konnte. Denn einige sind ja schon nicht mehr da. Also mein Chef, damals der Verkehrsminister, der ist schon vor Jahren verstorben. Und ich bin aber halt eben noch gut zu Fuß und kann zumindest unser Haus in der Regierung dort bei Lothar de Maizière noch vertreten. Ich zeige Ihnen. So. Das waren wir in der vorletzten Woche in Berlin, wo wir zusammengekommen sind, um nochmal in einer Aufarbeitungsrede und verschiedenen Dokumenten nochmal zusammenzutragen, was damals gewesen ist. Und da haben wir uns dann um Lothar de Maizière aufgestellt und Fotos gemacht und auch Interviews gegeben. Es war der Auftakt der neuen Internetplattform auf einen Mausklick, denn die hatten wir bisher noch nicht so in diesem Aufarbeitungszirkel. Jetzt wird nach und nach durch ein
Fachteam zusammengetragen, was damals gewesen ist. Und ehe wir, die wir dort zu sehen sind, denn auch nicht mehr da sind, soll noch möglichst viel an Informationen durch uns und durch andere Zeitzeugen zusammengetragen werden, damit unsere Kinder nicht vergessen, was damals gewesen ist und wie es dazu gekommen ist. Dass nicht noch jemand da ist, der nachher glaubt, wir hätten in der DDR, wie es Harry Tisch am Anfang gesagt hat, blühende Landschaften gehabt.